بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Gestern sind einige Jesiden bzw. Dutzende Jesiden auf einige wenige muslimische Brüder losgegangen, haben sie angegriffen. Und in der Zeitung liest man dann heute, 100 tschetschenische Muslime und Jesiden trafen aufeinander zur Massenschlägerei. Das heißt, die Realität wird wieder in den Medien völlig verzerrt. Als vor einigen Monaten ein Bruder mit der Axt auf den Hinterkopf geschlagen wurde, in Bremen oder in der Nähe von Bremen, von Jesiden, wurde es in den Medien völlig totgeschwiegen. Es gibt noch viele andere Fälle, wo Jesiden sich das Recht rausgenommen haben, hier Menschen anzugreifen. Und sie fühlen sich dazu berechtigt, weil diese Brüder ja angeblich ihre Geschwister im Irak und in Syrien töten. Erstmal rein rechtlich gesehen ist das verfassungsfeindlich. Für die deutsche Bevölkerung, die das uns ja immer vorwirft. Und das heißt, sie nimmt sich jemand raus, ja, da in Kurdistan bzw. im Irak etwas passiert, haben wir das Recht, hier jemanden anzugreifen, der mit der Sache überhaupt nichts zu tun hat, sondern dem man vorwirft, damit etwas zu tun zu haben. Ja? Das ist erstmal der Sachverhalt. Wir haben dieses Video. Dann in Hamburg gestern auch sind dann ca. 200 Leute randalierend über den Steindamm gelaufen und haben dann dort nach Brüdern mit Bart Ausschau gehalten. Und die Brüder, die natürlich in der absoluten Unterzahl waren, sind dann in einen Imbiss rein. Dann wurde dieser Imbiss kurz und klein geschlagen, beziehungsweise die Scheibe wurde eingeschlagen. Ja, das sind die Dinge, die passieren. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, welche Verantwortung haben die Medien, welche Verantwortung hat die Politik und was müssen wir als Muslime tun? Ich habe heute, als wir das Video kurz auf die, ein Bruder, der Admin, das kurz auf die Seite gestellt hat, habe ich mir dann später Kommentare durchgelesen. Da hat man natürlich verständlicherweise Kommentare von Muslimen gelesen, die extrem wütend waren. Und ich möchte hier sagen, wir sollen nicht so sein wie sie. Wir müssen gerecht sein. Und wir müssen, und das ist ein Prinzip, das uns der Koran lehrt und was der Koran immer wieder betont. Gerechtigkeit. Wegen Gerechtigkeit sind die Bücher herabgesandt worden. Wie Allah in Sura 57 auf der letzten Seite sagt. Das heißt, wenn irgendwo Jesiden etwas Schlechtes machen, hier in Deutschland, dann sind da keine Jesiden für verantwortlich, die woanders leben. Zweite Sache. Wir müssen uns die Frage stellen, woher kommt das, liebe Geschwister? Woher kommt das, dass diese Leute sich auf einmal rausnehmen, Muslime zu attackieren, weil sie einen Bart haben oder Frauen, weil sie einen Niqab tragen. Woher kommt das? Das ist sehr wichtig. Bei einer Krankheit muss man auch schauen, was ist die Ursache dieser Krankheit? Und die Antwort ist ganz klar. Die Dawa in Deutschland schreitet immer weiter fort. Und der deutsche Staat denkt immer sehr langfristig. Er geht davon aus, dass wenn diese Dauer, diese friedliche Dauer, so weitergeht, dass die Muslime in 30 Jahren Kraft bekommen, etwas in diesem Land zu verändern. Deswegen möchte man die Dauer stoppen. Deswegen hat man vor Jahren angefangen, die Prediger, die zu Allah rufen, aus den Moscheen auszuladen. Man ist zum Beispiel in Hessen im September 2007
praktisch von Moschee zu Moschee gegangen, beziehungsweise hat die Moscheevorstände eingeladen und hat einen Integrationsvertrag unterschrieben, durch den bestimmt wurde, dass beispielsweise ich und andere Prediger nicht mehr in die Moscheen kommen können. In Nordrhein-Westfalen ist prinzipiell genau dasselbe passiert. Das heißt, ich weiß zum Beispiel von dem Bruder Bashar, der früher in einem Vorstand war in einer Düsseldorfer Moschee, dass alle Düsseldorfer Moscheen zusammengerufen wurden, dass wir dort keine Unterrichte mehr haben. Diejenigen, die uns heute vorwerfen, dass wir an der Radikalisierung schuld seien, die müssen sich mal die Frage stellen, wann die Radikalisierung stattgefunden hat. Nachdem wir nicht mehr an die Jugend rankamen. Aber das will man natürlich nicht hören. Man verbreitet auch nicht, dass wir schon so oft gegen Ehrenmord, Terrorismus, Zwangsheirat gesprochen haben, Unterdrückung der Frau. Das will man nicht. Warum? Weil wir zur selben Zeit sagen, dass das Wort Allahs das Wichtigste und das Höchste ist. Deswegen versuchen wir uns kaputt zu machen. Wolfgang Bosbach hat letztens bei Markus Lanz gesagt, ja, Pierre Vogel, er bewegt sich immer genau am Rande des Gesetzlichen. Prinzipiell bedeutet das, der überschreitet keine Gesetze. So, das heißt, der Staat hat gemerkt, mit seinen Methoden kommen sie nicht mehr weiter. Weil obwohl sie uns die Moscheen zugemacht haben, obwohl sie uns die Hallen kaputt gemacht haben, obwohl sie die Hooligans geschickt haben, werden die Jugendlichen, die den Islam annehmen und die den Islam anfangen zu praktizieren, immer mehr und immer mehr. Also muss man zu Gewalt rufen. Und da der Staat keine Gewalt anwenden kann, ohne einen Berechtigungsgrund zu haben, hat man angefangen, Leute gegen uns aufzuhetzen, den Mob. Das ist das Ziel, dass sie uns umbringen. Und dann zeigen wir mal schnell die Adresse im Internet oder wo der wohnt. Das ist das Ziel. Dass der Staat möchte, dass die Dauer gestoppt. Infostände gestoppt werden. Und da sie das mit legalen Mitteln nicht schaffen, da die Demokratie hilflos ist hier, greifen wir zu anderen Mitteln. Das heißt, es werden Leute aufgehetzt, bei denen gesagt, hier, guck mal, die bringen eure Brüder um. Die bringen eure Geschwister da um. Hier, da müsst ihr was machen. Das sind noch Provokateure mit dem Hintergrund, damit es in Deutschland knallt und zu einem Flächenbrand kommt. Damit entweder Leute getötet werden oder die Dauer nicht mehr stattfinden kann und die Infotische nicht mehr erlaubt werden wegen der öffentlichen Sicherheit. Das heißt, die Demokratie braucht keine Feinde, wenn sie solche Freunde hat. Das ist der Punkt. Und was müssen wir jetzt tun, liebe Geschwister? Und das ist vielleicht nicht populär bei euch, aber ihr müsst wissen, was euer Gegner von euch will. Sie wollen, dass ihr hingeht und die Jesiden angreift. Das wollen sie. Warum? Damit sie euch wegsperren können. Damit sie sagen können, hier, guck mal, da können sie wieder in Zeitung schreiben. Ihr seht es doch, was jetzt in Celle passiert ist. Was steht in der Zeitung? Es wird in der Zeitung so dargestellt, als wenn das so ein ausgeglichener Kampf gewesen wäre. Ihr könnt das Video selber sehen. Deswegen sage ich euch, liebe Geschwister, lasst euch nicht für blöd verkaufen. Geht auf keine Gewalt ein. Und ihr werdet sehen, ich rufe gerade dazu auf, dass man sich friedlich verhält, dass man nicht auf Jesiden drauf geht. Ihr werdet sehen, da wird keine Zeitung was von schreiben. Und wenn, dann nur, weil ich das jetzt gesagt habe. Haltet euch fern. Aber ihr dürft auch nicht unwachsam sein. Ihr wisst, es gibt momentan hunderte Mordaufrufe im Internet. Ihr müsst euch vorbereiten, dass ihr euch selber verteidigen könnt, wenn einer zu euch kommt, zu eurer Arbeit kommt, euch abfängt, in eure Moschee kommt. Denn da seid ihr im Recht. Ein Freund von mir, der hat vor Jahren mal jemanden an der Tür mit der Schrotflinte weggeschossen. Hat dafür 2 Jahre bekommen. Warum? Weil er in einer Selbstverteidigungssituation war. Deswegen greift niemanden an. Aber stellt euch darauf ein, dass wenn ihr angegriffen werdet, und ihr die Selbst- und die Morddrohungen aufbewahrt, dass ihr im Recht seid. Aber haltet euch von Gewalt fern. Kommt nicht in ihr Gehege, aber wenn jemand in euer Gehege kommt,
zu tun, dann müsst ihr darauf vorbereitet sein, euch mit aller Intensität, mit aller Wachsamkeit verteidigen zu können. Salam alaikum.